Hallo und schön, dass du meinen Kanal hineinschaust. Heute habe ich diese Engelchen für dich aus Tontöpfchen mit Butterbrotpapier, Notenblättern, Upcycling, Spitze, Deko, selbstgemachten Köpfchen oder hier mit einer Nuss. Ganz einfach, ganz süß, schön zum Stellen, zum Beleuchten, als Hängedecke für einen Christbaum, so wie du es am liebsten mal möchtest. Und wie einfach die gehen, das zeige ich dir nun. So, was brauchen wir? Wir brauchen, wenn es geht, Leadblätter aus dem Gotteslob oder was anderes, was du hast. Heißkleber, wenn da, Flüssigkleber geht auch. Zwei, drei Klammern. Nüsse, Walnüsse wären ganz gut. Frischhaltefolie, Schere, ups, das war jetzt eine Schere, die runtergefallen ist, oder Luftpolsterfolie, wenn du hast, eine weiße Wolle und irgendeine Spitze, ein Spitzenband, ein Spitzen-Taschentuch, Gardine zerschneiden, eine alte, die du nicht mehr brauchst, oder so ein Deko. Meterware von der Rolle, ich hatte vom Discounter, da bastle ich schon ewig davon, das kann man auch nehmen. Und dann legen wir los, würde ich sagen. Als erstes nehme ich so ein kleines Töpfchen. Die Größe kannst du selber entscheiden, wie du es gern hättest. Und klebe die Spitze genau in der Länge von dem Töpfchen in Falten drumherum. So, pass auf, nicht verbrennen. Bei Kindern bitte Flüssigkleber nehmen. Und zum Andrücken Schaschlikspieß oder in Ästchen genommen, nicht die Finger, es ist einfach zu heiß. So, einmal rundherum kleben und dann auch überlappend kleben. Und dann haben wir schon das Spitzenkleidchen für den Engel. Das ist eine Idee von mir, bei mir wird nicht abgekupfert, es sind alles meine Ideen. 2, 3, 4% sind vielleicht Upcycling-Ideen von anderen Sachen, die ich zufällig gesehen habe, wo ich denke, das ist einfach zu teuer. Das kann doch nicht sein. Das kann man Upcycling viel günstiger machen. Und das mache ich dann noch. Aber ansonsten sind das alles meine Ideen. Sonst würde es mir auch gar keinen Spaß machen. Ich mache nichts aus Zeitschriften oder sonstige Sachen. Sicherlich gibt es bestimmt so ähnliche Sachen auch. Andere haben ja auch Ideen. Das bin ich ja nicht alleine. So, überlappend kleben. Scharfe Schere ist immer gut. Da habe ich jetzt mal Glück gehabt. Vorhin die war ganz schön stumpf. So, so, wenn es zu weit absteht, einfach nochmal unten festgeklebt. Aber auf die Hände aufpassen. So. Jetzt haben wir schon das Spitzenkleidchen. Man kann natürlich auch den Topf so lassen, wenn du sagst, gefällt mir aber so viel besser. So, jetzt nehmen wir als Kopf eine Nuss. Und setzen es oben drauf. So, ein bisschen warten, bis es trocken ist. In der Zwischenzeit kann man schon aus dem Liedbuch eine Seite rausmachen. Ich nehme da immer einen Cutter und schneide mir da ein. Muss ich gucken, wo die letzten waren. Und dann ziehe ich es mir raus. Ja, jetzt finde ich es gerade nicht. Doch, hier ist es. Doch. Dann ziehe ich es einfach raus und gut ist es. So. Hast du sowas nicht? Dann nimm doch einfach ein bisschen gelbliche Blätter vom Drucker. Die gibt es ja. Und druck dir eine Seite aus. Und schneide die in der Größe, wie du gern die Flügel haben möchtest. Wir falten jetzt die harmonikaförmig. Einfach nach unten, rechts, links oder hinten und vorne einmal gut ausstreichen. Und dann brauchen wir noch entweder ein Drehtchen oder am besten von der Gefriertüte diese Drehtchen zum Verschließen. Die sind ja da immer dabei. Ich habe zum Glück weiße. Ich kaufe die im Discounter und dann nehme ich die sehr gerne dazu. So, jetzt habe ich es gleich gefaltet.
Und das sind ganz tolle, einfache Flügel und die wirken halt ganz, ganz toll. Das gleiche kann man mit Butterbrotpapier machen von der Rolle oder Zuschnitte. Das ist egal. Falls du die zu Hause hast, dann gibt es halt weiße Flügel. Ich hatte ja schon die anderen gezeigt. Diese Engelchen mit einer Süßigkeit, die ich selber gekauft habe. Ich will es wiederholen. Und ich mache keine Werbung dafür. Und das ist mit Butterbrotpapier, aber auch anders. So, gefaltet, einmal in der Mitte falten, dass wir den Mittelpunkt haben. Dann nehmen wir so ein Drähtchen. So. Verdrahten ist gut, nicht abschneiden, sondern einmal rundherum wickeln. So, und dann nehmen wir Flüssigkleber oder Heißkleber und gehen direkt neben den Draht einmal. Und machen uns so ein bisschen Kleber hin. In der Zwischenzeit können wir noch Spitzen schneiden. Ich finde das wesentlich schöner als so stumpf. Das sieht dann aus wie Strahlen. So. Und dann hat man schon einen Flügel. Schön auseinanderziehen. So, und den kann man dann schon ankleben. Noch ein bisschen auseinander, dass man oben das sieht. Unten kann man es auch so ein bisschen fixieren, wenn man möchte, aber geht auch so. Nur, dass oben die Strahlen, also die einzelnen Falten auseinander sind. Und dann kommt das hinten dran. Aufpassen, Verbrennungsgefahr. Und dran geklebt. Jetzt machen wir noch ein paar Haare und dazu habe ich eine Wolle, hier halt eine goldene, du kannst auch jede andere nehmen, die du zu Hause hast. Und da nehme ich es doppelt, guck, wie lang brauche ich es ungefähr und nehme es ein paar Mal doppelt und dann nochmal in der Mitte und dann kommt ein Knoten hin. Ich zeige das aber auch alles. Immer schön doppelt genommen, das geht viel schneller. Reicht. Abschneiden, nochmal doppelt genommen. Schneiden wir dann auch ordentlich, machen einen Knoten in die Mitte und dann kleben wir das einfach oben auf, schneiden vorne die Enden auf und dann kann man das Amphigürchen auch nochmal schneiden von der Länge her, wie es am besten passt. So, und dann kommt das einfach auf den Kopf oben drauf. Und dann hat der Engel auch Haare, sogar ganz lange. Man kann auch einen Pony ansetzen, dann macht man einfach nochmal kürzere Haare dabei. So. So, da ist ein bisschen lang. Und dann wird noch Friseur gespielt. Das machen ja die Kleinen. Und dann ist auch schon fertig der erste Engel und du kannst auch noch ein Gesicht aufmalen oder aufkleben, wie du möchtest. Und so schnell geht so ein schöner kleiner Engel. Wie gesagt, ich mache noch einen Pony rein mit kurzen Haaren und fertig. Der Pony ganz einfach wieder doppelt nehmen, mit dem Bändchen in der Mitte zu, binden und wieder einkleben und die Schlaufen aufschneiden. So, ich habe jetzt schon mal vorgearbeitet. Und zwar habe ich jetzt ein größeres Töpfchen genommen und habe die Höhe vom Töpfchen plus 2 cm von der Meterware abgeschnitten, von der Deko Meterware, das sind 40 cm breit. Du kannst aber auch alles andere nehmen und habe das in Falten rundherum geklebt, halt mit 2 cm Abstand. Dass das so wie so ein Ballkleid steht. Hier ist es genau so lang, wie das Töpfchen hoch ist. Und ich habe unten Wellen reingeschnitten. Einfach unregelmäßige Wellen, was ich hier auch gemacht habe. Sieht man ja da. Und dann habe ich ein Ballkleid. So, die einen Flügel habe ich schon angebracht. Das ist eine ganze Seite aus dem Gebetbuch. Kannst du aber größer machen, wie du das möchtest. So, hier habe ich jetzt die Flügel aus Butterbrotpapier. Das ist die Rolle. Einmal die Länge und 10 cm breit sind sie. Wieder mit dem
Strähnchen zusammen, ein klein bisschen anheften in der Mitte. Und dann kannst du dir überlegen, möchtest du wieder eine Nuss nehmen? Die muss jetzt aber größer sein, sonst wiegt das Ganze gar nicht. Oder machst du jetzt die Köpfchen aus Wolle und Folie? So, ich bringe erstmal die Flügel an, schön auseinander machen, unten auch noch mal ein bisschen kleben, weil es jetzt der größere Engel ist, das größere Töpfchen. Aber wie gesagt, das funktioniert mit jeder Größe. Wenn es ein ganz großer Topf ist, muss halt das Butterbrotpapier andersrum genommen werden zum Falten, quer statt längs. Und dann musst du es austesten, wie groß. Es ist ganz egal, die Tontöpfchen, wie groß du sie nimmst. Das kann man alles anpassen. So, Flügelchen fertig. Da, wo die Naht ist, werden sie jetzt festgeklebt. Oje, hat es wieder da innen drinne den Kleber angesetzt. Muss er dann mit einer Schere wieder dran. So, Flügelchen dran. Kann man auch größer machen, wenn man meint, die sind zu klein. Gerade bei diesem großen ausladenden Ballkleid, wie man das möchte. So, wir kommen zum Köpfchen. So. Frischhaltefolie oder Luftpolsterfolie. Da knuddeln wir uns jetzt dazu einen Ball. Ich mag keine Styroporkugeln, das habe ich schon öfters gesagt. Ich finde es unschön für die Umwelt. Man kann sich das selber machen. Man kann sogar, wenn man es nicht für draußen nimmt, einfach Zeitungspapier zusammenknuddeln oder Küchenkrepp, Toilettenpapier. Verpackungsfolie, Frischhaltefolie klebt halt schön ineinander schon mal. Und dann nehmen wir uns so groß plus die Wolle halt, den Kopf für die Engel. Ich mache das meistens so, sogar für meine Betonsachen, die ich jetzt mit Betontüchern oder Betonsocken mache, nehme ich Luftpolsterfolie. Die Wichtel auch. So, ich denke, groß genug. So, und dann in Form drücken. Dann nehmen wir am besten Flüssigkleber. Ich nehme jetzt kurzzeitig mal den Heißkleber. Ich empfehle aber Flüssigkleber, man verbrennt sich ganz schnell die Finger. Einfach ein bisschen Kleber ansetzen. Flüssigkleber nochmal. Den Faden am Anfang damit festmachen. Ich habe jetzt eine Mikrofaserwolle. Du kannst jede Wolle nehmen, die du möchtest. So, und dann umwickeln wir die Kugel aus Frischhaltefolie, immer mal zwischendurch ein bisschen Kleber angeben. Und dann umwickeln wir so lange, bis nichts mehr von der Folie zu sehen ist. Und das ist dann schon der Kopf. So, und jetzt kleben wir noch den Engel zusammen. Schön zur Seite genommen. Gut, Kleber drauf. Köpfchen drauf. Grundstruktur fertig. So, und dann habe ich noch mal 8 cm von dem Butterbrotpapier genommen, auch zusammengefaltet mit Rädchen in der Mitte. Jetzt mache ich noch einen Heiligenschein. So, auf einer Seite Kleber angeben, zusammendrücken. Hat man Flüssigkleber, am besten mit Wäscheklammern zusammen machen, bis trocken ist. So, dann nimmt man die nächste Seite, nur eine Seite Kleber an. Aufmachen, hier aufpassen, nicht verbrennen, und dann drückt man es da zusammen. Dann hat man so einen schönen Spitzenkreis. Das sind auch tolle kleine Sterne, einfach für Kinder. Mit Klammern kann man es auch so zusammen machen, wenn man Flüssigkleber hat. So, das ist jetzt mein Heiligenschein, und den klebe ich dann noch auf den Engel drauf. Sieht auch toll aus, wenn man unterschiedlich macht. Die Notenblätter, ich muss die Naht mal ein bisschen rummachen. Die Notenblätter und Butterbrotpapier zusammen als Heiligenschein und Flügel. So, ein bisschen auseinander die Flügel, dass man es erkennen kann, was was ist. Und dann wäre ein Engel soweit fertig, wenn man nicht noch die Haare dran machen möchte. Oder wie gesagt, jetzt den Heiligenschein aus Notenblättern.
Und so sind jetzt die Engelchen fertig. Ich habe hier noch die Haare angebracht. Ein Schleifchen drauf. Ein Heiligenschein jetzt aus Notenblättern. Hier ein Butterbrotpapier mit den Notenblätterflügelchen. Und auch noch ein bisschen Pony und Schleifchen. Hier der Engel war ja zuerst. Und dann nochmal die Grundform. Und dann habe ich sehr, es hat dir gefallen. Es hat dir Spaß gemacht. Du schaust wieder rein. Mich würde es freuen. Tschüss.